Freunde, ich bin's wieder, Kesunai Haram, hier mit meinem Let's Play von Dilponia. Und wir sind jetzt gerade im Gespräch mit Doc. Der heißt einfach nur Doc? Also praktisch wie der Doktor? Doc, was machst du hier? Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na. Da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Ja. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Oh Gott. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ja. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ja. Das war einfach mal dahingestellt. Okay, okay. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Ja. Okay. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Kann es sein, dass das jetzt irgendwie Hinweise sind auf irgendetwas, was ich gleich bauen muss? Kann sein. Es kommt mir so vor. Also müsste ich mir das jetzt eigentlich theoretisch alles merken. Wie war gleich dein erst... Hast du mir denn nichts? Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Oh Gott. Okay. Wie war gleich der zweite? Hast du, solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Wie war noch gleich dein Pass? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr. Ah, okay. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja. Dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ich glaube, ja. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Oh. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut.
Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Okay, kann ich dann. Danke! Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Oh Mann. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Ja. Okay, da ist der Avianer Stromumkehrer. Na gut. Dann sollte ich mal Dings. Außenkurve. Was Junge, gibt's? Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich. Ja. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Alles klar. Da muss ich also mit einer Lampe hin. Gut. Okay. Na gut. Gesundheit, lieber Doktor. Dann... Moment, kann ich das dann hier... Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Ja, schön. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Fuck! Ich wusste es! Sphärischer Korpus, konischer Korpus, kubischer Korpus. Und das sind Tipps. Ah ja, die ganzen Tipps, die ich gesammelt habe. Oh, wie schön. Ach so, also muss ich mir das selber nicht merken. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Ah, okay, okay, cool. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Steckmuffe, Ritzel mit zwei Speichen. Flansch. Okay, dann muss ich da wohl jetzt basteln. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay. Ah, okay. Das sind alles Muffen. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, Klemmmuffe und kubisch geht nicht. Dann... Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals... Okay. Dann ist das hier. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. So,
Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Nochmal. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Solange der Mowe-Flansch noch an den Kubel, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Sass. Okay. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Klemmen. Sphärisch. Dann... Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Vier Speichen. Oh Gott, was... Ah, hier! Oder? Oder? Wofür steht das denn? Kann ich mir das nicht irgendwie immer angucken? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Moment, was soll das denn heißen? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Hä? Muss ich das verstehen? Was? So ein Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Oh, einer ist fertig. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Ah ja, ich musste nur einiges, austauschen. Okay. Binosada Stromumkehrer, Dorsada Stromumkehrer, Aviada Stromumkehrer. Well, gut. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Ja,
Da fehlt ein... Naja, auf jeden Fall fehlt... Dann wollen wir mal. Hm? Was ist das? Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Und? Es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Wirklich? Lass mal gucken, hey. Und ich hab noch eine Lampe. Hm, wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Okay, was ist mit dem letzten hier? Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Ah, super, es fährt. Sehr schön. Was mache ich denn jetzt mit den restlichen Stromumkehrern? Dann vielleicht zu den anderen vielleicht hinbringen. Wäre eine Idee. Hier fehlt doch. Dann vielleicht dahin. Braucht er vielleicht. Was? Oh oh. Nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Okay, dann Schwerkraftumwandler. LOL! Das war nicht mal meine Absicht. Na gut. Was? Oh oh. Nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht um... Nicht nochmal. Wieso nicht, hä? Immer noch nichts. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Nein, wahre Kreativität. Was dann? Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Weil den habe ich ja jetzt gerade probiert. Was? Nein, nein. Puh, das... Nicht nochmal. Okay. Moment. Über das Ding, wenn es denn... Dann... Weichenstellkasten. Vielleicht da? An Umkehr ist nicht... Na gut. Vielleicht hier Skelett? Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Mist. Hätte ja sein können. Moment, wenn ich hier jetzt hier das Minebike habe, welches auch funktioniert. Und ab geht's. Rum. Yippie-yay, ein Hebel. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Ich wurde im Kreis. Hui! Ich wusste, dass das passiert. Ja. Abgeschlossen.
Da brauche ich wohl den Schlüssel für. Na. Ein Lappen! Hey, du Lappen! Alles klar bei dir, du Lappen! Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Das ist kein Nudelrezept. So. Und da kann ich auf die andere Seite. Ja, hurra! Knopf? Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Na, immerhin habe ich jetzt eine Abkürzung. Brauche jetzt das Minecart nicht. Mein Bike. Sorry. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Dann, Moment. Alle Signale, warum bin ich überhaupt noch hier? Na gut. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Da steht, ohne Goal kann ich... Yippie! Schon wieder der Hebel! Na gut. Wenigstens haben wir das geklärt. Ja, passt schon. Oh, gut. Ich kann auch positiv oder negativ Wertung immer gern gesehen. Da habe ich ja doch noch irgendwas hingekriegt in diesem Spiel. Yay. Yay. Schulterklopfen. Yay. Yay. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. Yay.